Der Strand von Langwasser, Teil 2. Der Mann rempelt im Rennen das Mädchen, das Lizzie sein könnte, an. Er scheint das nicht mal wahrzunehmen. Es scheint ihn nicht mal aus dem Schritt zu bringen, während sie mit irritierter Geste über ihre Schulter streicht. Keller lässt den fliehenden Mann fliehen, wovor wird ohnehin nicht ersichtlich, und heftet sich an Lizzies Fersen. Vielleicht Lizzie, verbessert er sich in Gedanken. Sie hat einen wippenden, blonden Pferdeschwanz, einen großen schwarzen Rucksack und einen Plastikbecher mit grünem Slush-Eis. Sie lässt den Strand links liegen, geht weiter, wird im Gehen von einem weiteren Mädchen abgepasst. Mira, denkt Keller. Die beiden umarmen sich, unterhalten sich kurz, Hand in Hand. Keller im Sicherheitsabstand. Eine ganze Menge Menschen genießt den frühen Nachmittag. Spaziergänger, die dem sonnigen Tag ihre Hunde und Kinder zeigen, Leute, die leuchtenden Herzens das Frankencenter ansteuern, Mittagspausengesichter. Keller beobachtet die Reaktion der Menschen auf sich selbst und die beiden jungen Frauen. Es gibt keine. Obwohl die drei das einzig Statische im Gewusel sind, lösen sie keinerlei Irritation aus. Allein ein Kleinkind zeigt mit dem Zeigefinger auf Miras, vielleicht Miras Piercings, aber dem Zeigefinger folgt kein erwachsener Blick. Bildet sich Keller das ein? Keller denkt an sein sich ausknipsen. Es ist eigentlich nur eine Veränderung des Fokus. Man sieht gleichzeitig alles, man hört gleichzeitig alles. Man ist absolut wahrnehmend, kann deshalb nicht mehr wahrgenommen werden. Man diffundiert, wird gasförmig, kann so vielleicht noch gerochen werden, aber Gerüche werden von unseren Gehirnen längst ignoriert. Mira und Lizzie haken sich beieinander ein, gehen weiter. Keller folgt ihnen. Zur Minigolfanlage. Die Frau am Einlass reagiert nicht auf die Mädchen, sie laufen einfach an der Kasse vorbei. Als Keller dasselbe tun will, hört er die Frau, die sich nicht die Mühe macht, dabei von ihrer Zeitschrift aufzublicken, 4 Euro sagen. Er schnaubt, knittert einen 5 aus seiner Hosentasche, legt ihn auf den Tresen und folgt Lizzie und Mira in die Anlage. Vielleicht Lizzie und vielleicht Mira, verbessert er sich. Er kennt den Minigolfplatz von einer Feier mit Kollegen. Erinnert sich, dass Müller Minigolfspielen peinlich fand für Polizisten und Aiden sich als deutscher Minigolfmeister geoutet hat. Woran er sich jedoch nicht erinnern kann, der Platz ist eine Art Themenpark für optische Täuschungen. Das war beim letzten Mal noch nicht, murmelt Keller. Sein Blick schweift zwischen unmöglichen Treppen, die sich um die Löcher winden, gemalte Abgründe, die einen in den Himmel zwischen Hochhäusern fallen zu lassen scheinen, in den Boden führende schwarz-weiße Trichter. Ein Bild auf dem Boden sieht vom richtigen Winkel aus betrachtet genau aus wie der Strand von Langwasser mit seinen Fontänen. Keller wird ein wenig schummerig. Er kämpft sich durch die Anlage, da sieht er sie, Lizzie und Mira. Und auch dort, Lizzie und Mira. Und dort drüben, Lizzie und Mira, Graffitis? Keller massiert sich die Schläfen. Dabei fällt ihm ein, dass er den Kaffee gar nicht bezahlt hat vorhin, als wäre das gerade jetzt wichtig. Dann nochmal, Lizzie und Mira. Vielleicht Lizzie, die gerade Spraydosen auf einer Tischtennisplatte in einer Reihe sortiert. Vielleicht Mira, die leise auf sie einredet. Mich haben schon die Bullen angerufen, sagt sie gerade. Keller hasst es, Bulle genannt zu werden. Und einer will mich treffen, wegen dir. Lizzie verdreht die Augen und sieht ihn, den unsichtbaren Kommissar. Sie wirft sich in eine Selbstbewusstseinspose, verschränkt die Arme, ruft ihm zu. Hier wird gerade frisch gestrichen. Sie können an den Bahnen weiter vorne spielen. Mira dreht sich um, ihn trifft der geringschätzige Blick der Jugend. Keller räuspert sich. Elisabetta Bergmann, fragt er. Und Sie werden Mira Walden sein. Schweigen, Schreck in den Augen. Ich bin der Bulle, der Sie treffen wollte, sagt er zu Mira. Ihretwegen. Er macht eine Geste mit der Hand zu Lizzie. Aber wie es aussieht, sind Sie wohl gar nicht so sehr verschwunden. Ihre Eltern machen sich aber ziemliche Sorgen. Er versucht, ein väterliches Gesicht zu machen. Lizzie lässt ihren Finger immer wieder über eine Spraydosendüse klicken. Mira blickt hektisch zwischen ihr und Keller hin und her. Sie schweigen. Keller merkt, dass ihm der väterliche Gesichtsausdruck langsam entgleist. Er versucht, ihn wieder gerade zu rücken. Das Schweigen legt sich auf alles wie eine dicke Schicht Staub. Schließlich atmet Lizzie einmal tief durch. Ich bin wirklich verschwunden, sagt sie, und ich bleibe es auch noch eine Weile.
Dann blickt sie Keller lange an und sagt, »Und Sie sind doch ohnehin auch verschwunden, oder?« Keller überläuft es heiß-kalt. Er unterdrückt den Drang, seinen Körper zu betasten. Er findet sich lächerlich. Lizzie blickt ihn an. Keller kann den Blick nicht deuten. Dann fasst sie ihn am Handgelenk, zieht ihn in eine Richtung, sagt, »Kommen Sie!« Keller trottet widerstrebend mit. Sie laufen über einen Abgrund, der gar nicht nach Abgrund aussieht, wenn man darüber läuft. Einer der Tunnel dagegen scheint Keller ein tatsächlicher Tunnel zu sein. »Was soll das?« fragt er. »Ich will Ihnen etwas zeigen.« »Tja, und was soll das sein? Womöglich sind die Graffitis von Lizzie und Mira doch keine Graffitis, sondern weitere Lizzies und Miras als wirkliche Personen. Womöglich ist eine der optischen Täuschungen doch keine optische Täuschung, sondern ein tatsächlicher Tunnel in das Langwasser unterhalb Langwassers. Womöglich zeigt ihm Lizzie den Treffpunkt der Sprayer-Szene Langwassers, die weltweit bekannt ist, außer in Nürnberg. Dort steht sie nur auf der Feindesliste der Stadtverwaltung. Das liegt jetzt in eurer Hand, liebe Hörerinnen und Leser. Und ihr werdet entscheiden, wie es weitergeht.